bei Rothundis Gaming Area und finden wir den Weg nach draußen? Ja, das ist eine gute Frage. Eine sehr, sehr gute Frage. Denn bei dem guten Spiel, das abgeschmiert ist, warum ist es abgeschmiert? Ich hatte es gerade eben offen. Wo ist es hin? Warum tut mir das Spiel das an? Das kann doch nicht wahr sein. Geht es darum, dass wir nach draußen kommen? Nein, es ist noch da, aber es wird mir nicht angezeigt. Okay, ihr hört jetzt schon mal. Das gute Spiel heißt Aiden. Es ist ein sehr simpler Escape Room Simulator. Oder ein Escape Room Spiel. Bei dem wir den Weg aus einem ungewissen Gebäude versuchen rauszufinden. Ja, und dabei habe ich mir Unterstützung geholt, den guten Wolf. Grüß dich. Hallo. So. Da wollte ich auch sagen, damit ihr das auch seht und nicht nur hört, machen wir das mal so. Ja, Aiden. Das ist ein sehr, sehr, sehr preiswertes Spiel. Sage ich euch jetzt schon. Aber erwartet nicht zu viel. Ich bin gespannt. Ich fand es aber, als ich mir das durchgelesen habe, ganz interessant. Deswegen musste ich zuschlagen bei dem Preis. Und ja, mal schauen, ob es verspricht, was es hält. Gut, starten wir das Spiel. Oder warte mal, wir können erstmal kurz in die Option gehen. Was ist denn das? Traffic, also der Wolf will ja noch nur übertragen, habe ich gehört. Eventuell. Ja, kriegst du hier. Hier, ja, für dich. Nur für dich. Das hier sieht sehr komisch aus. Also hier möchte ich gerne mal die... Hä? Soll ich das reinschreiben? Ja. Was ist das? 1920 mal... Was ist das normale? 1080. Change. Das macht nichts. Du kannst einfach auf weiß, grün, gelb und rot drücken. Das tut nichts. Nee, das ist Qualität. Was ist das? Vielleicht musst du das X klein machen. Ich versuche das X klein zu machen. Also, ich gehe nochmal ins Menü zurück. Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Also hier kann ich nicht. Was ändere ich denn hier? Keine Ahnung. Das tut so gar nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwas tut. Leute, ich hab keine Ahnung. Der Name klingt schon mal schön, ja. Er ist auch schön geschrieben hier, das Aiden gefällt mir. Wir starten jetzt einfach mal. Mal gucken. Haben wir Füße? Wir haben sogar Füße, wir haben sogar einen Körper. Und wir haben einen Rock an. Wir sind eine Frau. Ja, sie klingt auch relativ weiblich. Und hier brennt's. Ja, da hinten brennt's. Okay, wir wollen also aus einem brennen. Was kann ich denn machen? Ich kann mich ducken. Kann ich noch was anderes? Kann ich springen? Nein, ich kann nicht springen. Kann ich rennen? Ich kann rennen. Kann ich Türen öffnen? Ich kann einfach mitlaufen. Ich habe keinen Rückwärtsgang. Ich kann nicht rückwärts laufen. Warum kann ich nicht rückwärts laufen? Ich kann nur vorwärts laufen. Rückwärts laufen ist was für Weicheier. Wir laufen nur nach vorne. Es gibt keinen Weg zurück. Du bist in einem brennenden Haus. Da gibt es kein Zurück. Okay, ich kann nicht rückwärts laufen. Wie öffne ich Sachen? Linke Maustaste? Nö. E. Nö. Okay, das fängt gut. Nicht. Das fängt gut an. Ich kann... F. Ah! Ich kann mich in die Sachen rein. F. Ja, nein, macht's auch nicht. Und rückwärts laufen ist ja nicht. Ich muss doch irgendwie Sachen öffnen können. Was ist mit leer? Was mit Enter? Ich habe ja keinen Mauszeiger. Aber was ist unsere Aufgabe? Wie bewegen wir uns? Okay, vielleicht kann man das alles nicht öffnen. Vielleicht kann man das nicht öffnen. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht nicht. Okay, rechte Maus, das ist auch nicht. Hier ist ein Zettel.
den sie auch nicht will. Ja, das ist mit E, mit E. Oh, guck mal, E. mein Projekt, was war's? So Firmware-System. Also mein Projekt lief eigentlich immer gut. Nur dieses Mal ist irgendwas nicht so gelaufen wie gehofft. Das hat eine andere Reaktion ergeben, als ich dachte. Okay. Da eine Brechstange. Kann ich die mit... Oh, mit E... Guck mal, das ist angezeigt jetzt. E. Gut, ich habe eine Brechstange. Kann ich jetzt den Schrank, den Kühlschrank aufbrechen mit E? Nö. Wie komme ich an mein Equipment? Keine Ahnung. Okay, das... Nö. Das wäre zu einfach. 1 bis 3. Nö. Das wäre auch zu einfach. Okay, wir laufen einfach mal weiter. Vielleicht wird's ja... I für Inventar. I ist gut. Valenti, grüß dich. I, nö. Inventory gibt's auch. Q, nö. Ich gehe jetzt einfach mal in die Räume rein. Mau? Nein, Mau habe ich nicht. Okay, ich bin mir nicht sicher, was ich von diesem Spiel gerade halten soll. Aber es ist wirklich eine schöne Landschaft draußen. Und die Türen schwingen in beide Richtungen, schon mal gut. Allerdings laufen 12. Oh, meine Person läuft sogar auf der Stelle weiter. Hört ihr das? Ich kann nicht aufhören zu laufen. Okay, hier ist Toilette. Gibt halt keinen zurück. Ah, das ist die Tür. Hallo, ist da jemand am Klo? Muss auch mal. Ist da jetzt jemand drin? Ja, hallo. Ich verstehe es nicht. Okay, ich gehe mal auf die andere Seite. Vielleicht ist auf der anderen Seite einer. Hallo? Hey, Mr. Bluefish. Grüß dich. Verstehe nicht, was meine Aufgabe ist. Okay, hier ist... Ich kann meine Brechstange nicht nutzen, um sie rauszuholen. Es tut mir leid. Würde Ihnen gern helfen. Die arme Person, die sich auf dem Scheißhaus eingesperrt hat und nicht mehr raus kann. Ohne Müll. Ich will wissen, wie ich an meine Sachen komme. Vielleicht kann ich mit E? Leertaste. E? Leertaste klingt auch gut. Also hier bewegt sich auch nichts, ich höre nur was. Ich gehe mal wieder raus. Ansonsten ja, geht ja nicht. Hier ist noch so ein Klassenzimmer. Liegt irgendwo. Er kann ja noch nicht mal hüpfen. Du musst hier auch nicht hüpfen. Ich guck, ob irgendwo noch ein Zettel liegt. Das gucke ich gerade. Nö. Jetzt einfach weiter. Also, du kaufst immer die Qualitätsspiele, ich merke schon. Ja, ja. Also hat die ganze. Oh. Mach auf. Uns geht's gut, Kevin. Uns geht's gut. Weil das Schlimme ist, wenn man nicht rückwärts laufen kann, ist halt echt nervig. Da muss man sich umdrehen. Okay, wir gehen jetzt hier rein. Hey, die Dame ist total außer Atem. Okay, natürlich, die rennt ja auch die ganze Zeit. Sollst du nicht? Wenn ich nicht rennen drücke, rennst du nicht. Also mir geht's gut, ein bisschen verkühlt, aber ansonsten geht's gut. Wie geht es dir? Gehen wir noch runter oder gehen wir hoch? Wo ist eine Tür? Du brauchst bestimmt eine Brechstange. Oh, ich kann da eh nutzen. Für jede Key, verdammt. Okay, ich brauche einen Schlüssel. Wir gehen nach unten. Hier sieht jeder Gang gleich aus. Oh. E. Ich habe E genutzt. Ist dieser Raum offen. Damit kann ich aber nichts tun. Dieser Raum ist absolut nutzlos. Da warum? Muss doch irgendwas liegen. Ich wollte auch... Ah, da ist ein Zettel. Gib mir diesen Zettel. Escape route for him.
Ich denke, er versucht eine Escape-Route für ihn zu finden, für sich zu machen. I'm gonna let it go. Es sieht so aus, als ob ich ihn gehen lassen sollte. Okay. Da ist noch irgendwas. Das ist der Schlüssel. Hier ist ein Schlüssel. Okay. Ich gucke mir weiter um. Was kann ich hier noch gucken? Hallo, nächster Raum. Hier ist nichts. Einmal nichts zu mitnehmen. Kann ich hier was aufmachen? Nö. You were destroyed. Du wurdest zerstört. Warum? Da war nichts. Okay, vielleicht ist das ein Zeitspiel, weil es ja brennt. Vielleicht muss ich ganz schnell sein. Vielleicht. Okay, try again. Okay, wo war meine Brechstange? Die war hier drin. Oh, die kann auch noch woanders selbst spawnen. Das ist fies. Okay, ich muss aber den Zettel noch lesen. Verdammt. Wieder zurück. Er ist nicht da. Doch, er ist da. Er ist den Zettel. Okay. Zack. Habe ich gelesen. Weiter geht's. Hallo, Toilette. Ist hier wer? Nö. Geh nicht sein Haus. War doch was? Oh, wenn man nicht rückwärts laufen kann. Das ist nervig. Mein Gott, du musst doch nicht rückwärts laufen. Dreh dich einfach. Da war's. Jemand was. Er sieht nicht danach aus. Gehen wieder raus. Musst halt die Brechstange finden. Die habe ich doch schon. Achso, die hast du schon. Da geht's nicht rein. Kannst du nicht den Hebel umziehen? Der da dran ist. Bei dem konnte ich es nicht. Sonst wird es mir mit E angezeigt, so wie vorhin. Brechstange. So, das ist ein Geschwindigkeits-Escape-Room-Spieler. Das hatte ich auch noch nicht. So, lass mich rein. Hier. So, hier war irgendwo da hinten der Schlüssel. Er ist natürlich jetzt... Arbeitsklamotten, aber hab was zu beißen. Das ist gut, Kevin. So. Was zu beißen ist immer gut. Da ist mein Schlüssel. Noch was? Ja, ich will den Schlüssel nehmen. So. So, wir gucken uns aber die anderen Räume noch an. Das ist hier. Jetzt nix. Weiter. Also man muss kein... Oh, was ist das? Ich will den anderen. Was bist du denn? Do you think this is a classic? What? Yes, you are right. But the person in the back does not think so. Was? Ja, wurde zerstört, ne? Warum ist da ein Schwabbelbabbel und ein kleines Mädchen? Okay, ich versuche das nochmal. Also ich hole jetzt nur die Sachen, die ich brauche. Hol nur den Schlüssel und geh direkt wieder hoch. So, also wir wollen die Brechstange. So, nach der Brechstange brauche ich nur den Schlüssel, das ist unten. What the fuck ist das für ein Spiel? Da war noch keiner. Guck, hier ist noch keiner. Ja. Gib mir den Schlüssel. Schlüssel. Ich gehe wieder hoch. Ja? Yes, you are right. But the person in the back does not think so. Seltsam, öffne dich. Lass mich rein. Ich sehe nichts. Es ist so dunkel. Habe ich jetzt schon gewonnen? No, ich bin draußen. Okay, es geht draußen weiter. Hier ist ein Zettel. Aiden, you need 4 notes to open the door. You are looking for, looks like Watchdog developed the note to your location. You have to find them before they get caught. Okay. Man muss 4 Seiten finden. Hier ist eine. Watchdog turns the system clean. Okay. The problem in the button cover. Find a way to return it. Wo ist noch mehr Zettel?
Find the notes you need. Ja, wo ist die? Wo sind die Noten? Die Nachrichten? Und hör auf, mich anzuknurren. Sonst knurr ich zurück. Warum wird eigentlich der komische Ding immer größer? Wahrscheinlich stirbst du bald wieder. Hier ist nix. Find the notes you need. Die sind bestimmt irgendwo im Haus. Da ist doch eine. So. Ja, das ist die, die ich schon hatte. Das ist das die Info, dass ich die Notes finden muss. Das ist das eine. Ist, hab ich rausgeklickt. Der Teddy wird immer größer. Der frisst sich irgendwann. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Müll ist auch nix. Hier ist halt nirgendwo was. Wahrscheinlich komme ich irgendwann nicht mehr raus, weil er zu groß ist. Das sagt er auch, find the notes you need. Ich habe keine Notes hier. Wo soll ich denn noch hin? Okay, vielleicht kann ich noch irgendwo hier draußen rumlaufen. Aber hier ist nirgendwo mehr was. Oder kann ich da doch durch? Oh, verdammt, das ist offen. Man kann hier draußen rumlaufen. Oh, Herrgott. Soll ich denn was? Oh, Herrgott, hier geht's nicht weiter. Also, ich kann nicht rückwärts laufen. Was an der Wand? Nee. Wie soll ich denn was finden, wenn ich nicht weiß, nach was ich ausschau, Alter? Notizen halt. Oh. Auch wieder da. Komme ich auch nirgends weiter. Jetzt aber nirgends was. Jetzt bin ich hier an der Wand. Finde die Notizen, die du brauchst. Ich versuche es. Ich hab nur keine Ahnung, wo die sind. Vielleicht ist das so ein Slender, die 8 Pages, und die hängen hier irgendwo an Bäumen. Ja, das ist ja das, was ich gehofft habe, aber ich finde ja nichts. Ja, gar nichts. Nee, oh, war da was? Nee, das war nur Rinder. Verdammt! Da läuft was rum. Ich hab's gesehen. Ich auch. Da hinten ist es. Das ist wahrscheinlich der Teddybär. Keine Ahnung. Find the Notes. Ich habe keine Ahnung, was für Notes ich finden soll und wo die sind. Bist eh gleich wieder tot. Ja, irgendwie nicht. Ich kann auch mit nichts agieren. There has problems with bottom cover. Find a way to turn it. To run it. Ja, to run it, Entschuldigung. Laufen zu kriegen. Aber da ist nichts. Eddie, kann man mit dir agieren? Bin ich jetzt doof? Den habe ich aktiviert. Und was ist dadurch passiert? Nix. Also es tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung. Das muss ja hinten an der Klappe sein. Da ist doch noch dieses Leuchteding. Kannst du da nicht auf ein Knöpfchen drücken? Hinterm Haus? Da habe ich versucht. Muss da irgendwie gehen. Habe ich ja versucht, aber das Knöpfchen will sich nicht knöpfchen lassen. No electricity. Und Knoten fehlen. Aber ich habe den Knoten nicht gefunden. Ich wüsste halt nicht, wo noch was ist.
We need a key. Oh, da ist eine Note. This is you, Aiden. So awesome. Yeah, it's awesome. I'm here to help you. I don't know how can I successful the house. Any location. I want to check the... Ja, er war schon drin in dem Haus. Danke für nichts, Kollege. Hm. Er will für dich dort nachschauen. Ist doch nett von ihm. Danox, hilfst du bei dem Spiel mit? Ja, ich habe gerade so mit einem Auge gesehen, das könnte eins von den Spielen sein, die witzig sind mit Hutz. Nee, das ist ein absoluter Quatsch. Das ist ein Kackspiel. Kackspiel. Meist gleich in die Ecke. Ich hab keine Ahnung, wo hier was sein soll. Links an der Decke? Hab nie an die Decken geguckt. Ja, sollst du Stromknoten finden, wenn ich das so richtig sehe. Hier gibt's keine Stromknoten, hier gibt's gar keine Knoten. Keine Doppelknoten, keine mit Schlaufe, keine überhaupt nichts. Was sind denn Stromknoten? Da ist ein Schalter neben. Ja, den habe ich schon versucht. Der will nicht. Drück eine andere Taste. Ich hab keine anderen Tasten. Ich kann mich bücken. Aber E wird. E muss funktionieren. Ich hab E schon gedrückt. Nox ist sehr leise, verstehen fast nicht. Warte. Find notes you need. Meinst du damit sind wirklich Knoten gemeint? Ist halt die Frage, das wär, aber das wäre nämlich, weil das wären nämlich Nodes oder so, weil also Power Note vielleicht. Ne? Also das klingt mehr nach einer Notiz. Ja, wahrscheinlich brauche ich auch die Notiz. Weil ich, ist halt die Frage. Ich schmeiße in das Haus. Ich bin doch im Haus. Hinters Haus. Also. Komm wieder so, hinter. Hutz, bist du nicht irgendwie auf dem BFD eigentlich gewesen? Ja, morgen. Ah, so, du bist da so nah dran, du musst da nicht extra hinfahren. Doch. Aber reicht ja, wenn ich morgen da hinfahre. Ist kannst ja erst morgen Abend. Kannst du hier irgendwie einsetzen bei den, bei den Ecken da? Hier kann ich nichts machen. Kann mich bücken. Und dann trotzdem nichts machen. So schon. Also das klingt für mich ganz heftig nach Slender die 8 Pages, sucht die 8 Pages. Ja, haben wir auch schon gedacht, aber... Im Wald ist nichts. Ja, dann lauf halt nochmal durch den Wald. Lauf ich andersrum durch den Wald. Vielleicht ist es auf deiner Seite... Da war was. Die Sau! Da ist einer! Ich seh dich! The fuck, was ist das? Ich weiß es nicht, aber es hat mich nicht gesehen. Mach den Naruto-Run. Ich wollte gerade sagen, es hat gerade einen Naruto-Run gemacht. Was ist das denn? Keine Ahnung, aber es hat mich nicht... Das ist absoluter Schrott, das ist es. Slenderman, die... Slenderman, die 8 Narutos. Oh! Fuck, das waren nur Schmetterlinge. Aber auf... Ah, zwei. Warum sind die jetzt auf einmal da? Davor waren sie nicht da, ich weiß es. Vielleicht musstest du erst alle Zettel gelesen haben. Musst erstmal sagen, Slender die 8 Pages, dann kommt der raus, weißt du. Und auch die Zettel. Slenderman. Ja, den haben wir schon vorher gesehen. Was denn Slenderman oder was? Also ja, das. Der war halt auch ganz weit weg von uns. Oder das Äquivalent. Hat keine Ahnung, wo der jetzt hier gerade rumrennt. Da hinten kommt er wieder. Ich geh mal wieder in die Mitte. Lass den auch mal vorbeisausen. Den kleinen Sausewind, da rennt er. Hab keine Ahnung, was mit dem nicht in Ordnung ist. Jetzt steht er da hinten. Macht gar nichts mehr. Hallo, Kollege. Weg ist er. Der hat's eilig. Ja. Gut. Ist das, aus deiner Hit-Reihe. Was? Wie war das nochmal? Pfund oder Schund? Nein, das ist mehr, das kostet mehr als 1 Euro. Deswegen ist es nicht aus meiner Pfund oder Schund-Reihe. Ich hab schon gesagt, Hutz kauft Qualität. Problem ist, mir fehlen noch zwei. Mir fehlen noch zwei Seiten. Find's aber nicht. Was? Nee.
Dam, tada, dam, tada, tada. Wenn ihr was seht, schreit. Sehr Bäume. Oh Mist. Muss wieder in die andere Richtung laufen. Ich hab ja keinen Rückwärtsgang. Verdammt. Aber was? Nee, auch nicht. Die sehen halt, die Rinde sieht halt aus wie Blätter. Kannst du sagen, was du willst? So, ich gehe erstmal wieder in die Mitte, damit ich mal weiß, wo der Kerl vorbei rennt. Da rennt er wieder. Fast meinen, dass Papier aus Holz gemacht ist, ey. Ich glaube, es ist andersrum. Holz ist aus Papier gemacht. Ach, so, zwar noch bei Warmes, noch, jetzt ergibt noch, das alles einen Sinn, natürlich. Alles so bei BFD, ich so alleine gelangweilt zu Hause, ja. Tut mir sehr leid. Wer ist Apex Blackpaw? Aber hallo. Wer ist Apex? Er kann dir leider keine Beschreibung geben. Also bin sehr schlecht im Beschreiben. Wir sind nicht beim BFD, wenn dich das tröstet. Ja, das stimmt. Ich glaube, es tröstet ihn nicht. Wo sind diese Kackseiten? Bei erster zwei fehlen noch. Zum Glück muss ich nicht acht finden. Wäre ich am Morgen noch beschäftigt. Nee, morgen erstmal schlafen. Ja, und fressen. Was? Komm wieder. Ja. Morgen Stammtisch im Asia World. Da werde ich fressen. All you can fress, oder was? All you can fress, so sieht's aus. Und ja. Und dann, dann eine Woche später wieder ein Stammtisch bei Bordi dann. Im Simone. Alter. Da rennt er wieder. Was ist denn das für überhaupt für ein Ding? Muss echt sagen, eigentlich brauche ich unter der Woche gar nichts mehr zu essen, wenn ich auch nur den Funken einer Chance haben will, nicht fetter zu werden. Ich dachte, das hat immer was mit der Verwandtschaft zu tun, um fetter zu werden. Ja, es hat halt auch was damit zu tun, dass ich jetzt bald einen Monat nicht mehr rauche. Ah. Das ist immer so ein gewisser Effekt dabei. Guter Mann. Ja, das ist sicherlich gesünder. Definitiv. Deine Leber wird es dir danken. Ach nee, die Lunge war's. Nee, nicht die Leber, die Lunge. Ja, vielleicht rauchst du auch auf Leber. Weißt du, was sogar noch cooler an der Sache ist? Ich habe sogar Geld gespart. Zwischendrin, wo es mir mal gut ging und ich bei Freunden eingeladen war, bei deinen, da war ich auch eingeladen, sondern nochmal davor, da habe ich auch was getrunken. Und dann habe ich mir da Kippen geschnorrt. 4 Stück am Abend. Aber nur an dem Abend. Alleine, das ist auch schon wieder so ein Ding, dass man nach irgendwie 2 Wochen nicht geraucht, 4 rauchen kann und am nächsten Morgen sagen kann, so brauche ich trotzdem nicht nochmal. Schlimmer sich immer noch nicht, hab wo ich hin wollte. Das ist sehr gut. Ja, aber aufhören bedeutet ja eigentlich auch, dass man das eben nicht mehr macht. Und er wieder? Aber du bist offenbar auf einem guten Weg. Ich drücke dir die Daumen, dass du es durchhältst. Ja, wünsche mir noch ein paar Halsschmerzen. Für eine Weile, dann halte ich das durch. Okay, mache ich. Sie halt dir irgendwas bringen, um den Hals anzurauen. Mirgelpapier. So. Kann halt auch die Taschenlampe nicht ausmachen. Gab's nicht mal irgendwie so eine Halstablettenwerbung mit so einer Kreissäge irgendwie im Hals dargestellt? Okay, ich hol die Kreissäge. Aber wer wird denn gleich in die Luft gehen? Rauche lieber HB, oder wie war das? Leute, es tut mir leid, ich sehe ja gar nichts. Da kommt er wieder, der kleine Flitzer. Jetzt ist er drin. Der Apex Finanzen, das kennen wir. Ich meine, ich sitze seit 4 Jahren nur zu Hause und nehme keinerlei Events mit. Also, es stört mich nicht mal mehr so groß, aber Bock würde es mal wieder machen.
nur die 5 Manzen. Jetzt wirklich? Oh. Wo kam der denn jetzt her? Du wärst destroyed. Nee, ja. Du wurdest nicht getötet, du wurdest einfach zerstört. Uns wurde schon öfter zerstört. Ja. Sporn von einem Sporn vor einem Schwabbel irgendwas. Okay. Wir versuchen es erneut. So. Hier geht's rein, hier kriege ich die Brechstange. Gib mir die Brechstange. So. Dann gehen wir nach unten, holen den Schlüssel. Da ist dann die Lilliputanerin und das Schwabbelmonster. So. Hey, wo bist du jetzt? Im Haus wieder. Muss wieder von vorne anfangen. So, gib mir den Schlüssel. Da. So, scheiß auf den Zettel, interessiert mich nicht. Jetzt kommt die Lilliputanerin, die ist hier. Yes, you are right. But the person in the back does not think so. So, wir gehen hier hin. Lass mich raus. So. So, jetzt bin ich wieder da, wo ich davor war. Bin ich wieder im Wald. Viel Spaß. So. Wir lesen erstmal wieder alle Zettel. Wo ist meine Maus hin? Wo ist meine Maus? Maus? Ja. So. Ja. Oh. Siehst mich nicht. Ich muss erstmal die Zettel lesen. Aber die anderen Zettel auftauchen. Guck, der Teddy ist nämlich eigentlich voll winzig. Der wird dann immer größer. Die dumme Kuh. Die dumme Pute. So. So. Dann, wo war dieser blöde Hebel? Der war oben. So. Hebel. Die. So, Hebel gezogen. Wir gehen wieder runter. Jetzt ist Teddy groß. So, dann schauen wir doch mal nach den Zetteln. Erstmal wir noch nach hinten. So. No Energy. So. Wir suchen die Zettel wieder. Ist das ein Kack? Wo sind diese Kackzettel? Okay. Oh, Kollege! Hey, aber solange ich immer hinter ihm bin, ist es in Ordnung. Du läufst vor, ich laufe dir hinterher. Dann habe ich ein bisschen Zeit. Ja, ja, renn du mal dahin, dann laufe ich nach da. Jetzt, ich habe mich eingebaut. Hier gibt's halt auch keine Zettel. Ich mir erzählen, was er wollt. Dem Putz gibt keiner Zettel. Nee. Aha, ein Einnahme. Einnahme. Weil wenn der so weit an der Seite ist, vielleicht ist den die anderen auch irgendwo ganz am Anfang. Ganz außen. Nö, irgendwie nicht. Ich will doch nur so einen Dreckszettel. Grauenhaft. Dennis einfach beim Wort. Grauenhaft. Also ich weiß nicht, da ist Slender irgendwie spannender. Da klebt dir das Vieh wenigstens permanent am Arsch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Spiel
das versucht hat, dass es dir am Arsch klebt, aber es funktioniert nicht. Ja, es klang eher so, als ob das einfach random durch die Gegend rennt und wenn es halt mit dir kollidiert, bist du tot. Ja. Da ist immer. Eine. Direkt vor dir gerade. Oh ja. Perfekt. Will mal gucken, wo der Kerl ist überhaupt. Wo ist denn unser kleiner Flitzi? Seh ihn nicht. Na, wo bist du, kleiner Flitzi? Flitzi, 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 wo bist du? Den halt nicht. Ich will halt nicht, dass er wieder direkt hinter ihn auf mich drauf rennt. Er muss doch irgendwann wieder vorbeikommen, der Kollege. Itzi, wo bist du? Willst du mich verkackeiern, Kollege? Aber die waren jetzt immer an den äußersten Bäumen. Wie einfach hier auch an den äußersten Bäumen. Vielleicht bin ich ja was. Also jetzt erklär mir doch noch mal kurz, wie du jetzt dazu kamst, dieses Spiel zu spielen. Ich suchte ein Spiel, das sehr kurz ist. Aber ich wusste nicht, dass es so kurz ist, dass ich keine Chance habe, weiterzukommen, weil ich nicht diese blöden Sachen finde. Das Schlimme ist, ich finde den Kerl nicht mehr. Er ist einfach weg. Wo ist er hin? Meinst du das Monster jetzt, oder was? Ja! Ich trau mich halt gerade nicht in den Wald, weil ich nicht weiß, wo er ist. Hm. Einigen wir uns darauf, dass Naruto. Ja, können wir machen. Mich schon wieder eingelaufen. Also ich sehe halt echt nichts. Kein Hinweis, kein Zettel, kein gar nichts. Ich denke gerade drüber nach, ob der Naruto Run dadurch entstanden ist, dass jemand faul war, weil es leichter zu zeichnen und leichter zu animieren ist. Könnte sein. Mit größter Wahrscheinlichkeit sogar. Die Faulheit des Menschen ist. War da was? Mitunter seine größte Motivation. Das ist richtig. Ja, ich glaube, das war direkt hinter dir, gell? Ne? Deswegen bin ich gerade raus. Hat nur wieder festgehangen. Da ist es. Da ist er, der gute Kollege. Da hängt er wieder. Hangman. Und jetzt gibt er wieder Gas. So, dann laufen wir doch mal hinterher. Was zum Frick?
Das sieht so doof aus, wenn man das mal. So, ich brauch aber immer. Ist das überhaupt ein Humanoide? Wahrscheinlich nicht, es soll ja ein Monster sein. Wer weiß. Ich hab keine Ahnung, das letzte Monster war ein Blob, also. Ist richtig. Das letzte Monster war ein überdimensionales Blob, irgendwas. Ich würde sagen, sind die Monster oder das Monster aus White Noise deutlich spannender. Also sowohl das aus dem ersten als auch die aus dem zweiten. Der muss doch irgendwo müssen doch die Hinweise sein. Im Haus war nicht eine einzige Seite vorher. Nein. Ja, dann. Okay, Leute, ich bin kurz davor, dieses Spiel in die Ecke zu schmeißen. Jetzt werde ich mir wieder in die. Was willst du dann spielen? Also noch nicht. Ein anderes. Ich hab noch mehr schlechte Spiele. Okay, ich geh erstmal wieder hier in den Bereich. Lass den erstmal wieder vorbei sausen, den Flitzi. Und suchen wir mal weiter. So, gucken wir erstmal, wo ist er denn? Also die Frage, wo ist er denn überhaupt? Wenn man wenigstens wüsste, wo er ist. Lizzie? Der versucht einen Werwolf anzulocken oder sowas. Das Schlimme ist, ich kann ja noch nicht mal springen, um ihn anzulocken. Ich kann nur so machen. Und die E-Taste ist gerade unnütz. Mit der kann ich nur Blätter von der Wand nehmen, die nicht da sind. Tja. Also. Wenn wenigstens dieses Geräusch irgendeine Richtung angeben würde. Weil es ist einfach nur Stereo auf beiden Ohren. Oder wenn ich ihn da drüben mal wieder vorbeisausen sehen würde. Würde mir ja auch schon helfen. Wahrscheinlich hängt er gerade irgendwo fest. Ja, und dann backt er sich frei, wenn ich dann hier in den Wald gehe. Kenn den Kollegen. Wo ist er nämlich? Das ist ein ganz schlimmer Finger hier. Aber hey, ein schönes hat das Spiel doch. Was? Die Bäume sind gut animiert. Deine Taschenlampe hat offensichtlich nicht nur für 10 Minuten Batterien. Das ist richtig. Ich hab vielleicht ist es an der Wand entlang, die Zettel? Aber ich habe die Wände nicht abgesucht. Vielleicht ist es gar nicht an den Bäumen. Boah, das wäre fies. Wo ist er denn jetzt unser Flitzi wieder? Ich hab Angst. Kommt aber auch nicht bei. Er kommt aber auch nicht bei, der Kollege. Alter! Hallo, Flitzi! Wiedersehen, Flitzi! Oh, da ist ein Baum voller Blut. So, rennst du weiter? Dankeschön, Wiedersehen. War schön mit dir. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass ich keinen blassen Dunst habe, wo ich die... Oh! Einer noch! Leute, wir waren dem Ziel noch nie so nah.
Halte die Augen offen. Ist ja eigentlich echt nett, auf was für eine Distanz dir das gerade markiert wurde. Deswegen, sag ja, halte die Augen offen. Ja, wahrscheinlich wissen die auch, dass das so schlecht animiert ist, dass du es sonst nie findest. Weißt du, vielleicht ist das gar nicht so, dass die Blätter da hängen und das Monster halt da rumrennt, sondern in Wirklichkeit hängt das Monster diese Dinger einzeln auf. Das kann natürlich sein. Meinst du, das ist so ein Plakatkleber? Ja, Mann. Naja, wahrscheinlich ist er deswegen so pisst, weil jedes Mal, wenn ich eins abropfe, muss er wieder ein neues drankleben. Genau. Deswegen tötet er mich. Richtig, wenn er dich erwischt, dann gibt es ein paar auf die 12. Ja, dann klebt er mich an die Wand. Was natürlich tatsächlich sein könnte, wäre, dass nicht alle Blätter gespawnt sind von Anfang an, sondern dass die nach und nach spawnen. Boah, das wär auch garstig. Also solche Spiele hasse ich persönlich hart, weil das dafür sorgt, dass du so oft nochmal alles durchsuchen musst. Das ist ganz furchtbar. Das ist richtig. Boah, das nicht nervt mich. Also am meisten nervt mich, dass ich keine Rückwärtstaste habe. Du hast keine Rückwärtstaste. Nein, ich kann nicht rückwärts laufen, ich muss mich jedes Mal umdrehen. Ah, und dann habe ich immer so Bäumstämme, wo ich nicht durchpasse. Ich kann nicht rückwärts. Rückwärts kann die Frau nicht laufen. Weiß nicht, vielleicht geht das mit ihren Stöckel. Ich weiß noch nicht mal, ob sie Stöckelschuhe hat. So, wo ist Flitzi wieder? Keine Ahnung, wo Flitzi gerade rumflitzt. Oh, Flitzi! Lass mich in Frieden! Sah doch aus wie eigentlich ein Humanoide. Das war knapp! So, du bist jetzt da, dann geh ich wieder nach da hinten gehen. So, wo ist dieser blöde letzte Zettel? Okay, sieht nicht danach aus, aber. Ah! Sieht nicht danach aus, aber hier ist. Okay, wir gehen wieder zurück auf die andere Seite. Ich hasse es! Bist aber bei der Runde eben immer sehr, sehr weit außen gelaufen, ne? Also meinst du, ich sollte jetzt mehr innen laufen? Richtig. Also da, wo das Vieh dauernd rumläuft. Damit es richtig Spaß macht, weißt du? Oder was? Nee. Da was? Nee. Ich sehe halt auch keine Veränderung. Das sieht alles gleich aus. Muss mal sagen, was er wollt. Dame rennt und rennt und rennt. Seh nix und seh nix und seh nix. Warum habe ich keinen Lippenstift dabei? Dann könnte ich die Bäume markieren, die ich mir schon angeguckt habe. Ich glaube, den hast du im Gebäude vergessen. Verdammt, ich gehe nochmal ins brennende Gebäude. Da sind keine Drecksbäume.
Irgendwo muss doch dieser blöde Zettel sein. Kann doch nicht wahr sein. Mittlerweile habe ich Angst, dass Naruto wieder zurückkommt. Ach, der rennt halt irgendwo rum. Ist, haben wir wieder eingesperrt beim Weg. Running Naruto, wo bist du? Noch nicht da. Gibt's doch nicht. Gibt's eigentlich für das Spiel eine Lösung? Ich befürchte nein. Ich befürchte auch. Ich meine, ich kann dir schlecht sagen, welcher Baum es ist. Kannst du mir sagen, auf welcher Seite es ist? Nö. Kannst du sagen, auf der Seite sind es 3, auf der Seite sind es 5. Und 2 fallen lassen. Bin schon wieder am anderen Ende. Ihr habt nichts gesehen. Ihr gibt's keine Nachrichten mehr. Ich gehe nochmal ins Haus. Vielleicht ist es wirklich so, dass die nach und nach spawnen. Vielleicht ist jetzt einer im Haus. Vielleicht passe ich auch gar nicht mehr rein, weil der Teddy mittlerweile so groß ist. Ich will doch nur einen letzten Zettel. Das ist nervig. Das heißt, selbst wenn es eine Lösung gäbe, gibt ja jetzt keine Minimap oder so. Okay, Leute. Wie kann ich das am schlauesten angehen, damit ich jeden Baum erwische? Das andere bleibt mir gerade nicht übrig. Rennt erstmal weg. Was? Sag, Wolf rennt erstmal weg. Ja, ich verschwind direkt. So, ich warte jetzt erstmal, bis Naruto hier wieder vorbei rennt. Dann habe ich nämlich Zeit und dann nehme ich jetzt jeden Baum einzeln. Da ist er. Und da bleibt er wieder stehen. Hallo Hengi. Hallo Hengi. Bin mir noch nicht mal sicher, was es ist. Wo rennt es hin? Das ist ja eigentlich zumindest mal eine Route, die er nicht gemacht hat vorher. Guck mal, wo er hingelaufen ist. Hallo? Nein, ist er eigentlich. Ich weiß zwar nicht, wie das Ding funktioniert, aber irgendwie. Er ist nach hier hinten gelaufen. Ich meine, er hat ein Plakat geklebt. Vielleicht läuft er ja wirklich Routen ab, wo Plakate in der Nähe sind. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Wo ist er denn jetzt überhaupt? Den nicht mehr. Da hinten. Hey, Hangman. Komm ich zu dir. Ich weiß noch nicht, wie ich zu dir komme. Udi, bleib hier. Wo ist er? Wenn dir in einem Horror-Game so langweilig wird, dass du anfängst, das Monster zu jagen. Das Problem ist, ich weiß halt echt nicht, wo ich diese blöde Zettel find. Wie heißt das Game überhaupt? Aiden. Also Aiden.
Das ist halt echt so, ich hab keine Ahnung wo. Bin absolut aufgeschmissen. Ich lauf jetzt die Wände mal ab. Lauf mal die Mauer ab. Vielleicht denkt es an der Mauer. Vielleicht denkt er nicht an den Baum. Vielleicht denkt die letzte an der Mauer. Boah, ich kann seitlich nicht rennen. Ich kann nur nach vorne rennen. Wenn ich seitlich drücke, rennt er nicht mehr. Natürlich. Da bin ich natürlich wieder zu fett, um durchzugehen. Da auch. Da nicht. Dreh mal schön der Wand entlang, vielleicht finde ich etwas. Maddie, grüß dich! Willkommen beim sehr, 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 sehr schlechten Horrorspiel. Mhm. Ich weiß nie, wo diese blöde letzte Seite ist. Sehr schlecht? Hört sich gut an, ja? Nein. Ich kann dir gleich Naruto zeigen, das ist gerade mein Gegner. Er rennt hier gleich wieder vorbei, warte. Ich stelle mich einfach in die Ecke, der kommt bestimmt gleich wieder vorbei geflitzt. Du, es sind nur 4 Stück, ne? Ei. Also ich gebe dir jetzt mal einen Hinweis. Sie sind alle so aufgehängt, dass sie in Richtung vom Haus oder zu diesem Weg zeigen. Und alle an Bäumen. Oh, da vorne ist der Naruto. Jetzt kommt er gleich wieder vorbei. Ich gehe mal in meine Ecke, weil da kommt er bestimmt nicht hin. So. Gleich fängt Wutz von vorne an. Dann sucht er halt noch ein bisschen. Und wenn ich nicht gestorben bin... Ich denke, das ist aber ein guter Hinweis. Sie hängen auf jeden Fall alle an Bäumen und alle Zettel zeigen in Richtung Haus oder Weg. Das ist schon mal echt eine gute Information. Oh Herrgott. Kann er jetzt endlich mal vorbeikommen, der Kollege? Also, hattest du jetzt eine Map gefunden oder wie? Nee, ich habe diesen Hinweis und 4 grobe Hinweise darauf, wo sie sind. Aber die bringen dir natürlich jetzt nicht so viel, weil du ja nicht weißt, wo du die anderen 3 gefunden hast von diesen Hinweisen. Ich kann sie dir natürlich sagen, wenn du möchtest. Ist irgendwas im hinteren Bereich? Sind die alle im vorderen Bereich der Bäume? In dem hinteren Bereich habe ich noch gar keinen gefunden. Also einen so im mittleren Bereich gefunden und 2 ganz vorne. Erstmal einen rechts vom Haus, einen hinterm Haus. Weil man natürlich nicht weiß, von wo oder wo kommt man rein? Kommt man durch das Tor rein und schaut auf das Haus? Ja. Ja. Okay, dann gehen wir also davon aus. In der Mitte der Karte, auf der linken Seite, wenn du reinkommst. Naruto kommt nicht mehr vorbei. Wo ist er denn jetzt? Okay, da kann ich nochmal gleich hingehen. Aber erst will ich, dass Naruto an mir vorbeiläuft. Ich will ihm nicht in die Hände laufen. Was kann der jetzt, der Kerl? Macht der Pause? Ja. Der hängt wahrscheinlich einfach wieder an irgendeiner Laterne fest. Wetten, ich laufe jetzt. Ich wollte gerade sagen, jetzt laufe ich wahrscheinlich gleich vor und dann kommt er vorbei. Weil er sich dann wieder entbuggt und dann 35 Frames auf einmal nimmt. Okay, ich laufe jetzt einfach durch. Du kannst mir gar nichts.
So. So, also wenn wir hier reinkommen, auf der linken Seite in der Mitte, also Mitte wäre ungefähr hier, links. Naja, so mittig ist es noch gar nicht. Gehen wir noch ein bisschen mittiger. Ah, das ja, auf der Mitte der Map, also das ist eher stärker Richtung Haus als... Also nicht. Na gut, dann machen wir es so und dann links. Ab den habe ich schon. Das kann gut sein. Wo sind die anderen? Der nächste Hinweis ist... Oh... Moment... da wo du gerade gesucht hast, im Prinzip. Das genau in der Ecke. On the left side of the map, just before the house. Das ist im Prinzip genau da, wo du gerade gesucht hast. Nee, ich war auf der rechten Seite, in der Ecke vom Haus. Also wenn ich aufs Haus guck. Ah ja, hier. Ich kam ja von da hinten. Also wenn ich aufs Haus guck, habe ich da hinten in, rechts hinten in der Ecke geguckt. Ja, aber eben gerade hast du ja nach dem ersten Hinweis links geschaut, also hier. Ja. Und der zweite Hinweis ist effektiv, da ja, ein Stück näher aufs Haus zu und dann auch da links hier, so in diese paar Bäume, da müsste es einer eigentlich sein. Dann muss da noch, dann muss da noch einer sein, weil irgendwie habe ich nur also einen. Da ist auf jeden Fall angeblich einer. Der andere Hinweis ist halt richtig, ja, in der Mitte der Map links ist halt so, weiß nicht. Hinter dem Haus und ein bisschen nach links. Hinter dem Haus und ein bisschen nach links. Ich glaube, den habe ich. Den habe ich schon gehabt. Und der vierte Hinweis ist rechts vom Haus. Dann fehlt mir einer auf der linken Seite. Bei einem rechts habe ich. Habe ich den rechts vom Haus nicht gehabt? Diesmal. Also dann sind sie aber nicht random, weil ich habe nämlich vorhin auch einen rechts vom Haus gehabt und auch einen links vom Haus. Ja, ich glaube, den rechts vom Haus hattest du. Ich gucke mal. Kurz. Oh, ist das nervig, dass ich seitlich nicht rennen kann. Bleibt dann im Stehen. Also hier ist nichts. Den hinterm Haus. Soll ich mich nochmal töten lassen, damit ich weiß, welche ich hatte? Nee, such jetzt den einen dämlichen Zettel und geh. Wahrscheinlich ist das der letzte Hinweis. Das Spiel geht ja, soll ja nur 50 Minuten gehen. Wenn man damit dann eine Stunde mit dem Zettel suchen verballert. Ist doch nicht. Mittig links. Irgendwo hier sein. Und er zeigt zum Haus. Also hier ist der Baum, wo einer dran war, das sieht man. Weil da ist nämlich noch so ein graues Abding vom wo er mal war. Ganz schlecht gerendert. Ja, das war aber auf Haushöhe, das heißt, es muss vor dem noch einer sein. Oder in der ja. Ecke. Geht's doch nicht. Also wieder zurück. Vielleicht fällt echt da hinten in der Ecke einfach. Welcher hinten in der Ecke? Nox hatte doch gemeint, hinten links, hinterm Haus, links in der Ecke. Kann ich auch nochmal gucken. Ja, gehen wir wieder dahin. Gehen wir da wieder zurück. Und sie gucken immer Richtung Haus. Ich bin kurz davor, das Spiel zu kaufen also, und die Zettel zu suchen. Also ein Stück vor und dann so ein Stück nach links. Also so. Ja, irgendwo. Na, guck mal ein Stück weiter nach links. Wo gehst du jetzt hin? Ja, ich geh jetzt nach links. Genau, da, also so in dem Bereich müsstest du gucken. Und da muss irgendwo ein Zettel sein, der auch ja Richtung Weg zeigt. Aber nur ein bisschen, also. Ja, wie gesagt, die Hinweise, die sind so. Aber was willst du machen, ey? Das keine halt, Ahnung! Ist halt super schwierig. Für mich ist das auch gerade super schwierig. Ich habe keine Ahnung, wo die blöden Zettel sind.
Das hat Suchen so an sich. Was? Wie gleich wieder ein Wimmelbild, das ist einfacher. Weiß ich, dass ich. Das ist quasi ein Wimmelbild. Hauptsache die schönen Blättereffekte, die sind am Start, ey. Ja, und Schmetterlinge. Aber weißt du was, ich habe Naruto schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, der ist geplatzt. Ich glaube, der kann nur dreimal im Kreis laufen, dann geht er weg. Boah, manchmal ist die Übertragung halt so räudig in Discord, da siehst du gar nichts mehr außer Matsche. Der Naruto. Und Matti, halt Matti, das Spiel kostet 2,99 €, also tu dir keinen Zwang an. Und er stürzt ihr Entwickler. Das gibt's nicht. Ich bin schon am Eingang. Ich lass mich jetzt echt gleich von dem Naruto fressen, damit ich weiß, welche ich schon hatte. Vielleicht fehlt mir doch die rechte Seite. Hm. Erst eine Stunde spielen und dann zurückgeben. Ja, so in etwa. Boah, wo sind diese Kackzettel? Bau nur noch ein, Mann. Geht das eigentlich überhaupt? Kann man auf Steam etwas Probe kaufen? Nein, du kannst etwas kaufen und unter einer Stunde kannst du es zurückgeben, unter einer Stunde Spielzeit. Das geht? Was machen denn dann Spiele, die wirklich nur... Naruto-Ran hängt am Baum fest. Ja, der hängt öfters am Baum fest. Ey Leute, ich habe keine Ahnung, wo es sein soll. Problem ist, ich finde auch kein Walkthrough dazu. Such ein YouTube-Video. Also dieser Entwickler, die Elven Tail Games... Ja. Ich frage mich, was der eigentlich noch so gemacht hat. 3 Stunden Spielzeit ist nicht länger als 2 Wochen in Steam. Dann kann er das Spiel zurückgeben, okay? Ja, aber ich habe das schon Ewigkeiten. Ich kaufe solche Spiele ja immer in Massen, wenn die einmal so richtig im Angebot sind. Manchmal bereue ich es. So wie jetzt. Sollte man aber im Normalfall auch nicht machen, die Spiele dann zurückgeben. Nee, die Entwickler brauchen ja das. Also, wenn man das die ganze Zeit machen würde, würden die Entwickler ja nie was machen können wieder. Weißt du was? Ich lass mich jetzt umbringen. Was? Ach, du wünschst dir dieses Spiel. Das heißt, du kennst das schon. Es gibt ja eins, das heißt Mists of Aiden. Das sieht viel besser aus. Ja, das stimmt. Das habe ich auch gefunden. So. Naruto, wo bist du? Töte mich! Hab, glaube ich, 2 von 3 Spiele zurückgegeben, okay? Fall Guys zum Beispiel. Oh! Eigentlich ein schönes Spiel. Aber gut, mittlerweile ist es ja gratis. Ich habe damals Geld ausgegeben dafür. Genauso wie ich bei Rocket League damals Geld ausgegeben habe, was mittlerweile umsonst ist. Dann bitte Naruto vorbeikommen und mich töten, damit ich nochmal eine Chance habe, die Blätter zu finden. Such die doch einfach so. Ich finde sie doch nicht. Egal, dann findest du sie danach auch nicht. Mhm. Ich glaube, das einzige Spiel, was ich hier zurückgegeben habe, war Hunter und the Free Man. Hunter mit Morgan Freeman? Nee, mit Gordon Freeman. Also es war von Valve geduldet und eine Geschichte im Half-Life-Universum. Und es war so unsagbar schlecht, dass ich dann gesagt habe, Leute, tut mir leid, aber wenn ich cheaten muss, um auch nur
durch euren Levelausgang zu kommen, weil ich sonst halt gegen eine unsichtbare Wand, die da nicht sein sollte, renne, dann ist euer Spiel halt leider nicht fertig. Ja, dann guten Hunger. Viel Spaß beim Essen organisieren. Ich suche immer noch weiter nach der Seite. Irgendwann finden wir die. Irgendwo an einem Baum ist eine Seite versteckt. Und wer dieses... Noch mal die Hinweise. Ich bin doch schon hinten links. Bin ja gerade bei dem einen Hinweis und suche. Ich habe ein paar mehr Hinweise gefunden. Ja, her mit. Also, geh nochmal zum Tor. Wir gehen das jetzt mal. Okay. Lauf zur dritten Fackel auf der linken Seite. Dritte Fackel, linke Seite. Habe ich. Okay, und jetzt sollst du da links einfach gerade in die Bäume reinlaufen. Da soll irgendwo die Notiz hängen. Okay, die erste. Laufe in die Bäume, ich laufe in die Bäume. Heidi Horn, der Bottle voll rum, ich laufe in die Bäume. Hier gibt's keine. Also doch. Ah, Nachricht! Wow. Forward to door, was? Ich glaube nicht zu der Tür, ich meine, ich glaube die Falltür hinten. Ich denke auch. Lauf mal zur Falltür. Ja. So. No electric. Oh ja, find the notes. Ich geh runter. Ole, ole. Wir sind in der Kanalisation angekommen. Meine Taschenlampe funktioniert nicht mehr gescheit. Lauf ich links oder rechts? Ich lauf mal links. Immer links rum. Das ist eine Sackgasse. Nein? Doch, das ist eine Sackgasse. Okay. Oh Herr Gott, was ist das? Find the notes. Nein, nicht schon wieder. Schlüssel. Wir haben Schlüssel gefunden. Schon mal gut. Okay, wir haben Schlüssel. Oh no! Wahrscheinlich muss ich mit dem da ist wieder ein kleines Mädchen. Hallo, kleines Mädchen. Gleich bist du wahrscheinlich wieder tot. So you could come here. Nice. Okay. Geh wieder raus. War ich von hier? Ja. Ich habe keine Ahnung. Also auf der Seite? Sackgasse? Sackgasse. Okay. Geh wieder raus. Ich glaube, es ist der Schlüssel für draußen für mein großes Tor. Jetzt nur nicht in Narutos Ende rennen. Okay, wir sind in die nächsten Abteilung. Okay, wir sind wieder in irgendwelchen Räumen. In Schlafzimmern. Wir können nichts öffnen. Ich glaube, das ist auch jetzt das letzte Areal. Dein Mörder hinter der Wartewanne. Okay, das letzte Areal. Hier ist eine Notiz. Did all of this remind to you of another game? Nein, es erinnert mich nicht an ein anderes Spiel. Aus meiner Maus. Ja. An was für ein Spiel soll mich das erinnern? Ja, das letzte war Slender. Und das erste war Müll. Your location is a special place named the Archive. Oder Archive. Holding data in this place differently from other archives are running by system, so protection is very high. Watchdog will be watching you around, so be careful, okay? Wer auch immer Watchdog ist, aber er beobachtet mich. Okay, hier ist auch nichts. Guckt auch den Stream. Wahrscheinlich. I gotta feels like somebody's watching me. Oh, aber Gott. Der kann dich wohl auch töten, wenn ich das so richtig sehe. Ja. Oh, hier ist noch eine Nachricht. Oh ne, ich habe ein Buch. Ich habe irgendein Buch gefunden.
Kann man noch nicht. Brauchst du das Spawn wohl auch zufällig? Ah ne, das ist kein Buch, das ist eine Videokassette. Okay, wir haben eine Videokassette. Alter, wie lang ist dieser Fuck-Gang? Jetzt noch. Archive Document System exists after finish the own job, but you need the keycard to exit. Vielleicht ist es eine Keycard, kann das sein? Keine Ahnung. Weiß auch nicht. Das ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Hier ist offen. Hier ist noch eine Nachricht. It's getting worse, Aiden. You need to finish this before causing more problems. Ja, ist in Ordnung. Meine Maus ist schon wieder weg. Wolf hat bestimmt jetzt Flashbacks an irgendeinen Dozenten, der sagt, du musst endlich mal deine Hausarbeit fertig machen. Could be. Da klopft überall einer. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Okay, da komme ich nicht rein. Komm ich nicht rein. Hier ist wieder eine Nachricht. Archive Document System existing after finishing the own job, but you need the key. Ja, ich weiß doch, dass ich die Keycard brauche, Kollege. Ja, ich glaube, die hast du schon. Kann ich nicht rein. Hier kann ich nicht rein. Hier kann ich rein. Ist auch nix. Aber da habe ich alle Räume durch. Meine Güte. Alter, die ist aber auch fit zu Fuß hier. Was die läuft, ist der Hammer. Und noch eine Nachricht. Zurück. Archive Document System existing after finish the new job. Ja, but warum gehst du denn jetzt zurück? Bin ich zurückgelaufen? Das wollte ich nicht. Da war ich schon, da war ich schon. Nee, hier war ich doch überall schon. Noch die Türen, die ich geöffnet habe. Ja, geh mal noch einen weiter. Hier war der eine Zettel. War ich hier schon überall? Warte mal. Bin mir gar nicht sicher, ob ich in die Richtung schon unterwegs war. Hier noch mehr Zettel? Ich laufe einfach mal geradeaus. Das sieht mir aus wie ein Endlos-Ding. Ein Endlosgang. Nee, ist nicht. Ein Endlosgang. Aber wetten, am Ende fehlt mir jetzt was? Am Ende ist das jetzt nicht die. Oh no! Kollege! Okay. Was war das jetzt? Jetzt bin ich in. Wo bin ich hier? Hey, das System ist ein Checking. Probleme gefunden. Dann was mache ich jetzt hier? Hä? Kann hier nichts machen. Ah, Destroy Watchdog oder Destroy Aiden. Ja, Destroy Watchdog. Congratulations. You're safe now. I guess. The Watchdog was turned off. But your real enemy is Scarlet OS. Okay. Und jetzt? Und jetzt? Ah, hier. Oh, Herr Gott. Okay. Also ich hätte mich selbst umbringen können oder in den Watchdog. Okay. What the heck? Was meine Maus schon wieder? Ich kann nicht Ende drücken. Was meine Maus? Zieh sie nach links, bis du auf deinem Screen ankommst. Ja, sie ist nicht sichtbar. Ich bin auf der Seite. So. Ich kann nicht Ende drücken. Ja, das lässt dann mich geht das jetzt für immer weiter. Das lässt mich nicht.
Wirklich? Ich kann nicht Ende drücken. Drück mal Escape. Okay, ich kann nicht. Nee, da komme ich nur ins Return. Ah ja, jetzt ist er wieder sichtbar. What the f. Gräusliches Game. Okay. Ich hab's bestanden, das ist vorbei. Ich werde es nie wieder angucken. Ah, ja, Leute. Das war ein gräusliches Game.